Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Channel Nummer 69 und heute der Kanal von Cookie E Dope oder auch Ohuna Let's Play, also wie es in der Beschreibung stehen wird, weil er sich so beworben hat hier. Der Kanal ist ein weiterer Let's Player Kanal, da wäre man ja nie drauf gekommen. Da ich die Liste abgeklappert bin und zwei Kanäle kamen, die inaktiv waren, so halbwegs, sehe ich es nicht ein, inaktive Kanäle zu machen. Für mich ist ja Inaktivität etwas, wo drei Wochen lang jetzt bei einer ganz normalen Upload-Rate nichts hochgeladen ist und noch nicht mal ein Infovideo dazu kam. Und das war halt der Fall. Deswegen eher heute. Wenn sich da was ändert, dann sind sie auch dran als erstes, aber ich werde auch ab und zu reingucken, aber momentan ist es nicht so. Wir gehen erstmal direkt aufs Banner. Banner? Ja. Dieses schattige Blau. Man sieht zum Beispiel bei Mario ist viel Schatten. Bei Donkey Kong ist ebenfalls viel Schatten. Er hat auch noch ein Snowboard im Fuße, also am Fuße. Wirkt aus meiner Sicht ein bisschen kalt. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, mit dem Namen, der so hell ist, das wirkt ein bisschen kalt. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es auch diesen Blauton hat mit dem Schatten hinterher. Vielleicht hat er das ja gemacht, weil Winter ist und dann ist so alles kalt, aber wir haben jetzt schon Frühling. Also könnte man sich überlegen, das so ein bisschen umzusetzen auf jeden Fall. Momentan wirkt der Banner ziemlich kalt. Im Winter kann man sowas machen. Im Sommer sollte man dann doch schon sowas ändern. Nebenbei ist Mario und Donkey Kong drauf. Donkey Kong kann jetzt singen, weil mein PC nicht die Qualität zeigt. Weil vielleicht eine andere Größe eingestellt werden muss. Ist egal. Das bewerten wir jetzt nicht unbedingt. Ansonsten der Banner... Es gibt bessere, ne? Ich glaube, das seht ihr genauso. Es gibt auf jeden Fall bessere. Aber es gibt auch schlechtere. Also würde ich den so ein bisschen auf Mittelmaß setzen. Also bei einer 3, ne? Damit du verstehst, so, aha, so Mittelmaß. Man kann es auf jeden Fall bessern, aber jedem das seine. Zu den Videos. Zu den Videos. Ja, was kann ich da großartig zu sagen? Ihr seht, hier ist nur eins angeguckt, aber ich habe noch ein bisschen mehr geguckt. Visuelle Dateien sind vollkommen okay. Da kann man nicht meckern. Hört auf, mich anzuschreiben. Oh, ich block gleich den Typen, der mich angeschrieben hat. Oder die Lady. Visuelle Dateien sind vollkommen okay. Mir fällt es gerade nicht ein. Audio von der Qualität deiner Stimme ist auch vollkommen okay. Nur das Commentary ist, ja... Klang das eindeutig? Es sollte jetzt nicht böse klingen, also nimm das jetzt nicht böse, aber... Das ist dem, dem es gefällt. Weil, es sind hier so manche Stellen, die ich gesehen habe, da fängst du an von wegen, ja, genießt mal die Ingame-Musik, ich muss mich mal hier ein bisschen konzentrieren und es kam immer und immer und immer wieder. Dann denke ich mir so, da kann ich mir auch jedes andere Let's Play angucken, weil es gibt ja auch größere Let's Player, die machen es definitiv besser. Das vermittelt so ein bisschen das. Und da würde ich dir raten, unbedingt dich ein bisschen zu verbessern. Dann habe ich noch den Tipp bekommen, für mich jetzt selber, und das werde ich auch hier ein bisschen mehr jetzt umsetzen, wenn Thumbnails da sind, soll ich sie bitte bewerten. Und deswegen fangen wir es hier am besten an. Gucken wir uns einfach mal die Front jetzt an, weil hier sehen wir ein paar Thumbnails schon. Von Banjo-Tooie und Diddy Kong Racing. Was fällt euch bei Part 31 auf? Ja, ich rede schon von dem Part, der vor 2 Stunden kam und 3 Aufrufe hat. Ja. Genau. Auf dem Thumbnail sieht man den Titel nicht. Nicht wirklich. Also man muss genau hingucken. Man kann ihn erkennen, aber man muss genau hingucken. Und das ist vielleicht nicht unbedingt so schön. Ist natürlich jedem das seine, wie er die Thumbnails gestaltet. Aber wenn man schon welche gestaltet, sollte man natürlich erkenntlich zeigen, welcher Part das ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dann ist noch ein Tipp von mir. Vielleicht solltest du die Titel nicht wirklich so nah an den Rand klatschen, dass es wirklich, Pixel am Rand klebt. Also höchster Pixel an seitlichster Pixel am Rand klebt. Oder vielleicht ein bisschen abgesetzt. Das ist natürlich bei manchen gelungen, bei manchen nicht.
Muss ich zugeben, hier zum Beispiel auch bei Part 31, also ich bewerte nicht nur das eine, denke jetzt nicht, ich bin jetzt so gemein, nein. Ich zeige euch gleich auch noch ein paar, die sind gut. Ja, muss nicht unbedingt so nah dran sein. Also man kann schon ein bisschen mehr drücken. Auch wenn das Bild vielleicht ein bisschen abgedeckt wird. Das macht gar nichts, das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. So, ich gehe einfach mal jetzt auf Videos. Das ist nämlich jetzt mit der Thumbnail-Bewertung etwas Neues. Wir gucken uns jetzt ein paar Thumbnails hier einfach mal an. Wir sehen hier, es sind überall Thumbnails drin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Es gibt Leute, die haben Thumbnails bekommen, haben einen Teil gemacht und dann war nichts mehr. Ja, es gibt so Leute. Diese Thumbnails hier, gibt wirklich, es gibt manche, die sind vollkommen okay. Und gibt aber auch viele, die sind vielleicht, ja, ne? Ich meine, hier ist selbe Problem immer wieder gleich. Du machst auch 1000 bunte Zahlen rein. Das kann man so machen, klar. Man sollte nur darauf achten, dass man die Zahlen gut erkenntlich sieht. Also hier zum Beispiel 25 oder 24. Sind vielleicht nicht gut zu erkennen. Hier die 28 bei Banjo-Kazooie ist vollkommen zu sehen. Das ist auch gut so. Da sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten. Wenn man ein bisschen tiefer geht jetzt. Also man sieht, es sind wirklich viele Thumbnails drin. Es sind auch alle drin. Zack. So, man sieht, Thumbnails sind drin gehalten. Also es ist vollkommen okay. Man kann vielleicht ein bisschen überdenken. Aber es sind erstens Inszenen. Das ist ein Pluspunkt. Das macht nicht jeder. Von daher ist, von den Thumbnails her bin ich auch wieder so auf so einer Mittelquote. Man kann sie auf jeden Fall verbessern. Hier würde ich aber eher zu 4 tendieren. Also zur Note 4. Generell sind sie wirklich gut zu überarbeiten. Weil, ich meine, du hast zum Beispiel jetzt hier unten, das sehe ich jetzt gerade, das fällt mir jetzt gerade erst auf, bei Banjo-Tooie hast du zum Beispiel 16, 18, 19, 20 auf einer Höhe gehalten, und, ja, die 17, nicht unbedingt, wieder, das ist wieder so eine Zahl, die sieht man nicht gut. Die anderen sieht man eigentlich gut. Also, mal ein bisschen so daran denken, dass man die Zahl gut erkennen sollte, auf jeden Fall. Dazu könnte ich auch dir eine Seite schicken, wenn du willst, da kannst du richtig schöne, Zahlen herstellen, nicht so mit Paint. Wenn du natürlich willst, ne, also, ist es deine Wahl. So, warum scrolle ich eigentlich nach oben? Wir können doch einfach über uns gehen. Denn das ist das letzte Viertel heute in diesem Part. Die Über-Uns-Beschreibung. Hey, meine Brudies, ihr seid hier auf meinem Kanal. Und ich hier werden Let's Plays auf hohem Niveau folgen. Okay. Zu meiner Person, ich bin Nico, 16 Jahre jung. Ich mache hier seit dem 25. November 2013 aktive Let's Plays, hauptsächlich von Nintendo. Mein Lieblingsspiel ist Rayman 3, was wohl auch Let's Played wird, wenn ich es mir wieder gekauft habe. Geschätzte Let's Play-Folgen. Banjo-Tooie, 45-bärige Parts, schönes Wortspiel. Und Donkey Kong. Racing 15 Parts lang. Okay. Ja, dieses mit dem hohen Niveau ist jetzt nicht unbedingt so ehrlich. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist auf jeden Fall erstmal überdenkungswürdig. Aber die Beschreibung von generell, also die Beschreibung so. Es ist kurz und knackig gemacht. Hey Leute, begrüßt, ne, oder Brudis, ich weiß nicht, was Brudis bedeuten soll. Jetzt begrüßt und hier seid ihr auf meinem Kanal, bla bla bla, Let's Plays, hohes Niveau, ist vielleicht ein bisschen gelogen. Zu meiner Person, bla bla bla, 16 Jahre, bla bla bla, alles wird gesagt, wann er angefangen hat, was er gerne gespielt hat. Ich habe einen Kommentar gerade bekommen, super. und ja, ich würde sagen, dem Kanal geben wir eine. Das darf ich jetzt nicht böse nehmen, aber es ist für mich eine 4. Weil es wird bestimmt Leute geben, die schauen hier rein und sagen sich als allererstes, wenn sie das hören, was du da manchmal sagst zum Beispiel, dass ich überall hingehen kann und mehr Niveau habe. Also es ist echt nicht böse gemeint. Nicht, dass du jetzt denkst irgendwie, ah, ich hasse dich und so. Nein, keine Sorge. Ich mache das hier alles echt, versuche das auf einem fairen Level zu halten. Es gibt natürlich Leute, wo ich sage vielleicht, ja doch, vielleicht ein Auge zu. Das habe ich ja auch bei dir gemacht. Deswegen gebe ich auch nicht die 4, würde ich sagen. Ich gebe die 3 bis 4. Verbessere dein Commentary, überarbeite vielleicht nochmal die Thumbnails, guck das Banner an und dann würde ich mich echt mit dir auf eine 3 einigen. Höchstens eine 3 plus. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, bleibt das erstmal so, wie es jetzt ist mit der 3 bis 4.
So Leute, der Link zu diesem Kanal ist in der Beschreibung. Das Bewerbungsformular ebenso. Die Musik, was ihr hört im Hintergrund, was ich jetzt noch nicht weiß, ist auch im Hintergrund. Und unten in der Beschreibung. und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es zu einem weiteren Let's Play, Let's Channel, Let's Whatever heißt. Von mir, Marcelin, W12. Der Satz war gerade echt daneben, ne? Grammatisch so verkehrt, wie vieles von mir. Auf jeden Fall, hier erstmal, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.